Rekordhoch. Die Zahl der Ärzte in Bayern ist 2018 auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Nach Daten der Bayerischen Landesärztekammer arbeiteten zuletzt rund 64.500 Ärzte im Freistaat. Das waren 2% mehr als im Jahr 2017. Kammerpräsident Gerald Quitterer sieht aber noch keine Entwarnung beim drohenden Ärztemangel. Denn besonders stark steige die Zahl der angestellten Mediziner. Diese arbeiten aber häufiger in Teilzeit, sodass es zwar mehr arbeitende Ärzte gibt, aber in der Versorgung kommt nicht mehr ärztliche Zeit an, erklärte Quitterer.